Herzlich willkommen. Dies ist ein Goldbarren zu 400 Unzen oder 12,5 Kilogramm. Das ist also ein schweres und teures Stück. Nach derzeitigen Goldpreisen zu haben für etwa 650.000 Euro. Das ist eine Menge Geld und insofern ist es bedauerlich, dass mir dieser Goldbarren nicht wirklich gehört und ich hier nicht wirklich in meinem Geldspeicher stehe. Viel mehr Geld hat aber zu Zeiten für Domainnamen den Besitzer gewechselt. Domainnamen sind als das Gold des Internetzeitalters bezeichnet worden und es gab einen regelrechten Goldrausch, zeitlich in etwa koinzidierend mit der ersten Internetblase zu Anfang des 21. Jahrhunderts. Es werden aber auch heute noch enorme Summen für Domains bezahlt. Erst im vergangenen Jahr ist der langjährige Rekordhalter sex.com von der Spitze der Rangliste verdrängt worden, weil die Domain voice.com für 30 Millionen Dollar veräußert wurde. Möglicherweise noch teurer war die Domain lasvegas.com, die schon im Jahr 2005 veräußert wurde. Damals wurde Ratenzahlung vereinbart und der Vertrag läuft bis 2040. Während dieser Zeit werden insgesamt, je nach Bericht, wenigstens 90 Millionen Dollar gezahlt. Domainnamen waren und sind also sehr bedeutende Vermögenswerte und deswegen natürlich auch wichtige Rechtsobjekte für das Zivilrecht. Und deswegen beschäftigt sich die heutige Vorlesungseinheit mit der Frage, wie Domainnamen rechtlich erfasst werden können und wie der Handel mit ihnen rechtlich reguliert werden kann. Bevor wir die rechtliche Regelung der Domainnamen im Einzelnen betrachten, werfen wir einen Blick auf die technischen Voraussetzungen. Das Internet ist ein Netzwerk von Computern. Jeder Computer muss eine Adresse haben, damit er erreichbar ist, eine eindeutige Adresse. Diese Adressen, die sogenannten IP-Adressen, sind Nummern. Bislang sind es in vielen Fällen Nummern der sogenannten Version 4 des Internetprotokolls. Das sind 32-Bit breite Zahlen, also Binärzahlen mit 32 Stellen. Damit können etwa 4 Milliarden unterschiedliche Adressen dargestellt werden. In der Regel werden sie so geschrieben wie im ersten Beispiel, also als 4 Zahlen zwischen 0 und 255 getrennt durch Punkte. Neuerdings sind die Adressen nach diesem System knapp geworden, deswegen hat man ein neues Adressierungssystem mit größeren Zahlen eingeführt, sodass jetzt noch erheblich mehr Adressen zur Verfügung stehen nach der Version 6 dieses Protokolls. In beiden Varianten sind die numerischen Adressen aber für Menschen schlecht lesbar und schlecht merkbar und deswegen verwendet man stattdessen die Domainnamen, um die es uns heute geht, die durch spezielle Server im Internet, die sogenannten Domain Name Server, in die numerischen Adressen übersetzt werden. Also wenn Sie eine Adresse wie www.uni-trier.de in Ihren Browser eingeben, um zu den Webseiten der Uni Trier zu surfen, dann stellt Ihr Rechner beim nächsten Domain Name Server eine Anfrage und bekommt von dort die passende numerische Adresse für diesen Server der Universität Trier zurück. Die Domainnamen sind nun auch aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzt, die durch Punkte getrennt werden. Das hat aber mit den Punkten bei den IP-Adressen nicht direkt was zu tun. Die Punkte bei den Domainnamen trennen verschieden spezifische Bezeichnungen. Ganz rechts steht sozusagen die höchste Bezeichnung, nämlich die Top-Level-Domain, die angibt, aus welchem Land der Server kommt oder auch in welchem sachlichen Bereich das Internetangebot sich bewegt. Zum Beispiel kennen Sie alle die Adresse .com für kommerzielle Unternehmen oder auch .dot oder .edu für Universitäten. In Europa sind in der Regel nationale Top-Level-Domains üblich, also .de für in Deutschland tätige Institutionen, .at für österreichische Institutionen, .uk für im Vereinigten Königreich tätige Institutionen.
Links daneben steht die sogenannte Second-Level-Domain. Die gibt an, wer der Betreiber des jeweiligen Dienstes oder der Website ist, also bei Seiten der Uni Trier, Uni-Trier. Um diese Second-Level-Domains dreht sich in der Regel der Streit. Die Third-Level-Domain ist für unsere Betrachtung weniger wichtig. Wer eine Second-Level-Domain sich gesichert hat, kann nach eigenem Gutdünken Third-Level-Domains vergeben für einzelne Rechte in seinem Netzwerk oder auch für einzelne Dienste. Zum Beispiel nennt die Uni Trier und folgt damit einer verbreiteten Konvention den Server für ihr Webangebot www für World Wide Web. Daneben hat sie zum Beispiel einen Mail-Ausgangsserver unter dem Namen smtp.uni-trier.de und so weiter. Damit nun die Domain-Server für jede Anfrage die richtige IP-Adresse ausspucken, ist Koordination dieser Namensvergabe nötig. Das liegt in der Hand der ICANN, der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Wie schon der Name sagt, ist sie sowohl für die Vergabe der numerischen IP-Adressen als auch für die Vergabe der Domainnamen zuständig. Das ist eine amerikanische Organisation, früher unter Aufsicht der amerikanischen Regierung, jetzt unabhängig und als Non-Profit-Organisation tätig. Die Vergabe der Domainnamen ist so organisiert, dass es für jede Top-Level-Domain eine sogenannte Registry gibt. Es gibt also beispielsweise eine Registry für die DE-Domains. Das ist eine deutsche Genossenschaft namens DENIC. Und entsprechend gibt es solche Institutionen für jede andere Top-Level-Domain. Die sind dann für die Registrierung von Second-Level-Domains unterhalb einer bestimmten Top-Level-Domain zuständig. Wer also beispielsweise den Namen uni-trier.de registrieren will, muss sich dafür an die DENIC wenden, weil ja die Top-Level-Domain.de sein soll. Die DENIC ist eine Genossenschaft. Ihre Mitglieder sind die in Deutschland tätigen Internet Service Provider, also umgangssprachlich die Internetunternehmer, diejenigen, die Ihnen einen Internetzugang besorgen. Wenn Sie als Betreiber einer Website gerne eine Domain registrieren würden, wenden Sie sich in der Regel auch nicht direkt an DENIC, sondern eben an diese Internet Service Provider, beispielsweise an T-Online oder Vodafone. Und die vermitteln Ihnen dann eine Vertragsbeziehung mit der DENIC, kraft deren die DENIC Ihnen eine Dienstleistung gegen Gebühr erbringt, nämlich die Dienstleistung für Sie, eine bestimmte Domain zu registrieren und auf den Domain-Name-Servern für die Eintragung dieser Domain zu sorgen. Die Bedingungen, zu denen die DENIC diese Dienstleistung erbringt, ergeben sich im Einzelnen aus den Domainbedingungen, die man im Internet einsehen kann. Aus denen ist beispielsweise zu entnehmen, dass eine Domain auch übertragbar ist. Also wer einmal eine Domain sich gesichert hat, steht zunächst mal nur in einer vertraglichen Beziehung zur DENIC, kann aber diese Vertragsbeziehung auf einen anderen übertragen, sodass dann ein anderer eben diese Domain innehat und seine Inhalte unter dieser Domain abrufbar machen kann. Insofern ist die Domain in gewisser Weise ein handelbares Gut. Konflikte kann es nun in verschiedener Weise um solche Domains geben, vor allem natürlich um die Frage, wem eine bestimmte Domain zusteht. In der Anfangszeit des Internet, als es noch keine so guten Suchmaschinen gab, waren sehr gefragt sogenannte generische Domains, also Domains, die ohne Nennung eines Namens für eine bestimmte Ware oder Dienstleistung stehen. Beispielsweise hatten diejenigen, die sich die Domain rechtsanwälte.de gesichert hatten, die Hoffnung, dass derjenige, der einen Anwalt braucht, einfach mal auf gut Glück diesen Domainnamen eintippt und hofft, zu einer Kanzlei zu gelangen. Und wenn sich hinter einem solchen Namen dann eine Kanzlei verbirgt, hat diese Kanzlei natürlich im Wettbewerbsrecht einen Vorsprung. Trotzdem ist die Registrierung solcher generischer Domains durch einen von mehreren Anbietern einer bestimmten Ware oder Dienstleistung prinzipiell als zulässig angesehen worden, lauterkeitsrechtlich. Wenn man den Namen nicht so gestaltet oder das damit verbundene Internetangebot so gestaltet, dass ein unzulässiger Alleinstellungsanspruch erhoben wird. Solange also deutlich wird, dass man nicht für sich in Anspruch nimmt, die einzige Anwaltskanzlei zu sein, kann man sich rechtsanwalte.de oder ähnlich nennen. Heute von größerer Bedeutung ist der Streit um Namensdomains, also Domains, die einer bestimmten Namen oder einer Firma oder einer Marke entsprechen.
Da kann eben die Frage sich stellen, nutzt jemand unbefugt so einen Namen oder gibt es vielleicht zwei Berechtigte? Und das wird in der Regel ausgetragen über Unterlassungsansprüche, sei es bei bürgerlichen Namen nach dem BGB, sei es nach dem HGB oder dem Markengesetz. Zur Illustration schauen wir uns den ersten Fall auf dem Arbeitsblatt an. Der ist im Jahr 2016 entschieden worden. Es geht da um zwei Damen, die beide den Namen Grit Lehmann führen. Wir nennen sie zur Unterscheidung Grit Lehmann die erste und Grit Lehmann die zweite. Aktiv wird zunächst weder Grit Lehmann die erste noch Grit Lehmann die zweite, sondern ein B, der Lebensgefährte von Grit Lehmann der ersten, der registriert für seine Freundin die Domain grit-lehmann.de. Ob Grit Lehmann sich darüber besonders gefreut hat, wissen wir nicht. Sie hat nur wenig Gebrauch davon gemacht. Immerhin hat sie eine Mailadresse info@gritlehmann.de benutzt, aber kein Webangebot unter dieser Adresse freigeschaltet, sodass man auch, wenn man zu www.grit-lehmann.de gesurft ist, weiter nichts über den Inhaber erfuhr. Im Jahr 2010 wird nun Grit Lehmann die zweite tätig, die hätte auch gern diese Domain, schaut sich das an, stellt fest, die ist auf einen B registriert, stellt einen sogenannten Dispute-Eintrag bei der DENIC, legt also gewissermaßen Protest ein und verlangt außerdem von B, den Namen ihm zu überlassen. Daraufhin sagt B, nein, nein, ich bin auch berechtigt, diesen Namen zu führen. Ich heiße zwar nicht selber Grit Lehmann, aber meine Freundin und die hat mich autorisiert. Trotzdem verlangt Grit Lehmann jetzt von B, ihm die Domain zu überlassen. Grit Lehmann die zweite. Bevor wir den Fall und seine Lösung uns näher ansehen, noch eine Vorbemerkung. Man könnte sich vielleicht fragen, warum geht Grit Lehmann die zweite nicht gegen die DENIC vor? Denn immerhin ermöglicht es ja die DENIC, Grit Lehmann der ersten bzw. B diese Domain zu nutzen und könnte das technisch auch ohne weiteres abschalten und die Domain an Grit Lehmann die zweite übertragen. Dafür müsste man aber einen Anspruch gegen die DENIC haben. Der Anspruch, den wir gleich prüfen werden, aus § 12 BGB, richtet sich primär gegen den, der unbefugt einen Namen gebraucht. Nach den Grundsätzen der Störerhaftung, wie Sie die auch bei 1004 BGB kennen, könnte auch ein mittelbarer Störer, also derjenige, der einem anderen die Nutzung dieses Namens ermöglicht, in Anspruch genommen werden. Das wird aber für die DENIC regelmäßig verneint, weil sie keine Pflicht und auch keine Möglichkeit hat zu prüfen, ob derjenige, der bei ihr einen Namen registriert, dazu befugt ist. Nur bei offensichtlichen Rechtsverletzungen soll die DENIC verpflichtet sein, einzuschreiten. Dazu habe ich Ihnen die BGH-Entscheidung angegeben. Hier war ein solcher Fall einer offensichtlichen Rechtsverletzung nicht gegeben, deswegen konnte sich Grit Lehmann die zweite nur gegen B wenden. Anspruchsgrundlage, wie gesagt, § 12 BGB. Der BGH hat den Obersatz, den wir jetzt prüfen müssen, wie folgt definiert. Die Anmaßung eines fremden Namens im Sinne von § 12 und damit der Anspruch aus § 12 setzt voraus, dass ein Dritter unbefugt den gleichen Namen wie der Antragsteller oder Anspruchssteller gebraucht, dadurch eine sogenannte Zuordnungsverwirrung eintritt und schutzwürdige Interessen des Namensträgers, Anspruchstellers verletzt werden. Erste Frage hier also, wurde überhaupt ein Name gebraucht? Man könnte ja sagen, Grit Lehmann die erste bzw. B hatten ja nur diese Domain registriert, haben kaum damit was angefangen. Aber der BGH stellt sicher zu Recht fest, schon die Registrierung einer Domain unter dem Namen einer Person ist ein Gebrauch dieses Namens. Schon deswegen, weil ja die Registrierung die Benutzung der Domain für andere blockiert. Die spannende Frage in unserem Fall ist nun, war B unbefugt, denn immerhin war das ja der Name seiner Freundin und sie hat ihm im Nachhinein bestätigt, dass er berechtigt war, für sie diese Domain einzutragen. Prinzipiell gilt, sowohl Grit Lehmann die erste wie Grit Lehmann die zweite sind zur Führung des Namens Grit Lehmann befugt und Grit Lehmann die erste kann auch die Namensführung einem Dritten wie dem B gestatten. Allerdings haben wir es ja hier nicht mit der Namensführung im Alltag, auf Visitenkarten oder auf dem Türschild zu tun, sondern mit dem Namensgebrauch in einer Domain. Und diese Domain ist in dieser Form eben nur einmal vorhanden, deswegen können nicht zwei Personen berechtigt sein, den Namen in dieser Weise zu führen. Und zwischen zwei Namensträgern entscheidet dann, wie der BGH sagt, das allgemeine Gerechtigkeitsprinzip der Priorität. Das steht nicht im BGB, hat aber eine große Geschichte. Sie kennen sicherlich die Formulierung, wer zuerst kommt, malt zuerst für das Prioritätsprinzip. Das kommt daher, dass der Sachsenspiegel dieses Prinzip anlässlich der Frage, wer berechtigt ist, eine kommunale Mühle, wo mehrere ihr Getreide hinbringen und mahlen dürfen, zuerst zu benutzen, eben der zuerst kommt. Und in abstrakter Form kommt die Rechtsregel auch schon im römischen Recht vor. Insofern
kein Einwand dagegen, dieses Prinzip hier zur Anwendung zu bringen. Die eigentliche Frage ist ja noch nicht mal, dass hier das Prioritätsprinzip gilt, sondern wie es sich auswirkt. Denn eigentlich ist ja B schneller gewesen als Grit Lehmann, die zweite. Dazu sagt der BGH aber, die Eintragung einer Domain sichert nur dann die frühere Priorität, wenn auch für Gleichnamige eine einfache und zuverlässige Möglichkeit besteht, zu überprüfen, ob diese zeitlich frühere Registrierung im Auftrag des Namensträgers geschehen ist. Das war hier für Grit Lehmann die zweite nicht möglich, weil Grit Lehmann die erste ja gar nicht in Erscheinung trat, weil auf der Website nur stand, hier entsteht eine Internetpräsenz. Deswegen war im Verhältnis zu Grit Lehmann der zweiten B bzw. Grit Lehmann die erste nicht schneller, trotz der früheren Registrierung. Und damit war der erste Zugriff auf diese Domain, der die Priorität sichern konnte, dieser Dispute-Eintrag, den Grit Lehmann die zweite beantragt hat. Erst danach hat Grit Lehmann die erste mit der Vorlage des Schreibens dargetan, dass die Domain in ihrem Auftrag registriert war. Das war zu spät. Also es kommt nicht auf die ursprüngliche Registrierung an, sondern erst darauf, wann man für andere es nachprüfbar macht, dass ein Namensträger registriert hat. Das hatte Grit Lehmann die erste zu spät getan. Also hatte Grit Lehmann die zweite die Priorität und damit ist Grit Lehmann die erste unbefugt. Sie darf diesen Namen nicht mehr nutzen, weil Grit Lehmann die zweite ihn für sich als Domain in Anspruch nimmt. Damit müssen nur noch die weiteren Voraussetzungen des Unterlassungsanspruchs gegeben sein. Zunächst die Zuordnungsverwirrung. Das bedeutet, es muss durch die Nutzung der Domain durch Grit Lehmann die erste bzw. B der Eindruck entstehen können, es habe was mit Grit Lehmann der zweiten zu tun. Das ist natürlich der Fall. Wenn man eine Domain sieht, die offensichtlich nach dem Namen einer Person benannt ist, kann man annehmen, diese Person steht auch dahinter. Und das könnte eben auch für die Grit Lehmann die zweite gelten, die tatsächlich berechtigt war, aber eben nicht hinter dieser Domain stand. Insofern bestand eine Zuordnungsverwirrung. Und es waren aus Sicht des BGH auch offensichtlich Interessen von Grit Lehmann der zweiten beeinträchtigt, weil sie eben selbst die DE-Domain mit ihrem Namen nicht nutzen konnte. B bzw. Grit Lehmann die erste haben darauf verwiesen, dass Grit Lehmann die zweite doch auf andere Top-Level-Domains ausweichen könnte, zum Beispiel Grit Lehmann .com sich registrieren lassen könnte. Das hatte Grit Lehmann die zweite auch getan. Aber als Deutsche, die in Deutschland Menschen mit ihren Inhalten erreichen wollte, hatte sie natürlich besonderes Interesse an der DE-Domain. Daraus folgt nun also ein Anspruch auf Beseitigung der Beeinträchtigung und Unterlassung der Nutzung des Namens. Das gab aus Sicht des BGH aber nicht her, dass B aktiv tätig werden muss und nun seinerseits den Domainnamen auf Grit Lehmann die zweite übertragen muss. Er darf muss nur aufhören, sie zu blockieren. Dafür reicht es, wenn er gegenüber denjenigen auf die Domain verzichtet, sodass sie frei wird und neu registriert werden kann von Grit Lehmann der Zweiten. Und das war Inhalt des Anspruchs. So viel zu Streitigkeiten darum, wer eine bestimmte Domain führen kann. Das ist nicht die einzige Form, in der eine Domainnutzung beeinträchtigt werden kann. Es kann sich auch die Frage stellen, genießt eigentlich also ein Domainname deliktischen Schutz durch 823 oder vielleicht sogar noch durch andere Mechanismen des BGB. Dafür zur Illustration der zweite Fall auf dem Arbeitsblatt. Der stammt, wie Sie sehen, aus Österreich, wurde vom Landesgericht Klagenfurt entschieden. Das heißt von einem Gericht in erster Instanz, nicht vom obersten Gerichtshof. Dennoch ist das ein sehr lehrreicher Fall, den wir natürlich primär nach deutschem Recht lösen. Es geht hier um drei Beteiligte. Ein B1 registriert sich die Domain, später überträgt er sie weiter an B2 und K ist zwischenzeitlich nach der Vereinbarung mit B1 Mieter dieser Domain. Nochmal der Reihe nach. B1 registriert sich also diese Domain klopp-einer-see.at, also den Namen einer österreichischen Ferienregion in Kärnten. Zunächst weiß er nichts damit anzufangen und vermietet deswegen die Domain an K. K kann also ein Jahr lang diese Domain nutzen, seine Inhalte unter dieser Adresse hinterlegen. Nach 12 Monaten soll sich der Vertrag automatisch verlängern, wenn er nicht gekündigt wird. Das geschieht auch, sodass also K noch bis zum 01.10.2001 berechtigt ist, die Seite zu nutzen. Vielmehr bis zum 30.09.2001. Aber im Jahr des 2001 kommt es nun zu anderen Plänen bei B1. B1 findet B2 als Abnehmer für die Domain, kündigt daraufhin per sofort im März und kündigt dann im Juni an, demnächst in einer Woche wird die Domain auf B2 übertragen. Das geschieht dann auch. Am 27.06. werden also die Inhalte des
K unsichtbar und stattdessen kommt man, wenn man plop1ac.at angibt, zum Internetangebot des Tourismusverbandes B2. K fühlt sich nun wie ein Mieter, der abends nach Hause kommt und feststellt, der Vermieter hat die Schlösser ausgewechselt und verlangt Wiedereinräumung des Besitzes von B1 und B2. Frage, tut er das zu Recht? Bevor wir uns den Fall im Einzelnen ansehen, nur ein Hinweis, wir fangen an mit Ansprüchen gegen B2, denn B2 ist ja derjenige, der jetzt Inhaber der Domain ist, der also auch alleine in der Lage sein wird, die Domain an K zurückzustellen. Von B1 ist das eigentlich von vornherein nicht zu erwarten. Nehmen wir zunächst den K beim Wort und prüfen, ob es einen Anspruch auf der Basis des Besitzschutzes gibt. Das wäre § 861 BGB. Der Besitz bezieht sich in Deutschland aber auf Sachen, das heißt auf körperliche Gegenstände im Sinne von § 90 BGB. Und die Domain ist offensichtlich kein körperlicher Gegenstand, sondern eben eine unkörperliche Herrschaft über diese Domain, die vermittelt wird durch Dienstleistungen der DENIC. Sicher keine Sache. Und eine analoge Anwendung solcher sachenrechtlicher Rechtsbehelfe und insbesondere des Besitzes auf Gegenstände, die man nicht körperlich beherrschen kann, die man insofern auch nicht tatsächlich besitzen kann, ist in Deutschland nicht vorstellbar. Also, dass man in Deutschland nach 861 BGB auf Rückgabe der Domain klagt, kann man sich eigentlich nicht vorstellen. In Österreich war das nicht ganz so abwegig, denn das österreichische Recht hat einen sehr weiten Sachbegriff. In § 285 ABGB steht drin, alles, was von der Person unterschieden ist und zum Gebrauch der Menschen dient, wird im rechtlichen Sinne eine Sache genannt. Einer der Väter des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuchs, Franz von Zeiler, hat mal geschrieben, sogar eine schöne Aussicht könne in diesem Sinne eine Sache sein. Trotzdem wissen auch die österreichischen Gerichte, dass die Vorschriften über Besitz und Eigentum primär ausgerichtet sind auf körperliche Sachen und sind sehr zurückhaltend mit der Ausdehnung sachenrechtlicher Regeln auf andere Gegenstände. Auch das österreichische Gericht hat hier also die Gewährung von Besitzschutz, wie es ihn auch im österreichischen Recht in ähnlicher Weise wie nach 861 BGB gibt, abgelehnt. Man könnte dann fragen, ist nicht ein Recht, ein absolut geschütztes Recht nach 823 BGB vielleicht verletzt? Auch das könnte ja im Wege der Naturalrestitution dazu führen, dass B2, wenn er ein Recht von K verletzt hat, zur Rückgewähr der Domain verpflichtet ist. Allerdings sieht die deutsche Rechtsprechung es generell so, dass die Domain kein sonstiges Recht im Sinne von § 823 Absatz 1 BGB ist. Eigentum an der Domain kann ohnehin nicht bestehen, denn das würde wieder eine Sache als Objekt voraussetzen. Aber eben auch ein sonstiges Recht soll nach Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht bestehen, weil eben die Herrschaft über die Domain letztlich vermittelt wird durch vertragliche Beziehungen zur DENIC EG. Das hat der Bundesgerichtshof nicht nur im Zusammenhang mit § 823 BGB, sondern auch im Zusammenhang mit der Pfändung einer Domain festgestellt. Eine Domain ist ein wertvoller Vermögensgegenstand, das hatten wir schon gesehen, aber sie besteht eben letztlich nur aus der Vertragsbeziehung zur DENIC. Die kann man pfänden. Es gibt aber kein spezielles Recht an der Domain, das man nach Art des Eigentums pfänden könnte. Ganz konsequent ist der BGH in dieser Rechtsprechung nicht. Er hat nämlich mindestens einmal die Eingriffskondition zugelassen wegen unbefugter Nutzung einer Domain. Und wenn ein Recht einen Zuweisungscharakter hat, der eine Eingriffskondition ermöglicht, sollte es eigentlich auch ein absolut geschütztes Recht im Sinne des 823 sein. Da ist der BGH aber weiterhin der Auffassung, dieser Grad an Sicherung gegenüber jedermann ist nicht erreicht bei der Domain. Das scheint mir prinzipiell auch nachvollziehbar. Damit gibt es also ohnehin niemals wegen Verletzung des Rechts an einer Domain Ansprüche aus 823 Absatz 1 BGB. Bei uns kommt ja hinzu, dass K nicht dauerhaft Inhaber der Domain ist, sondern die Domain nur vorübergehend zur Nutzung überlassen bekommen hat. Ob man also diese vorübergehende Nutzungsbefugnis als absolut geschütztes Recht ansehen könnte, ist nochmal zweifelhafter als die Frage, ob man die unmittelbare Innehabung der Domain als absolut geschütztes Recht ansehen kann. Sie kennen die Problematik vielleicht vom Sachbesitz. Da wird ja auch gesagt, das Eigentum an einer Sache ist natürlich durch 823 BGB geschützt, aber auch der berechtigte Besitz nach verbreiteter Meinung. Insofern könnte man auch diese Nutzung als Mieter als geschützt ansehen. Das liegt aber noch weiter entlegen als schon die Anschauung, dass
die Innehabung einer Domain als Vertragspartner der DENIC ein absolut geschütztes Recht ist. Die herrschende Meinung verneint schon das. Damit können wir uns von 823 hier ohne weiteres verabschieden. Man könnte sich noch überlegen, ob ein Anspruch gegen B2 sich vielleicht aus § 826 BGB begründen lässt. Denn immerhin hat ja B2 etwas damit zu tun, dass B1 in vertragswidriger Weise vorzeitig diese sogenannte Miete beendet hat. Es gibt im Rahmen von § 826 BGB die Fallgruppe der Verleitung zum Vertragsbruch. Das setzt allerdings voraus, dass ein Dritter in sittenwidriger Weise auf einen Vertragspartner einwirkt, um ihn zum Vertragsbruch zu verleiten. Hier war ja offensichtlich die Tatsache, dass B1 die Domain an B2 verkaufen konnte, der Grund, warum er K loswerden wollte. Aber B2 hat ihn nicht in besonders sittenwidriger Weise beeinflusst, damit er K vertragsbrüchig herauswirft. Er hat zum Beispiel nicht versprochen, alle Ansprüche des K zu übernehmen, wenn B1 ihm die Domain überlässt. Insofern liegen die Voraussetzungen einer solchen sittenwidrigen Verleitung zum Vertragsbruch wohl nicht vor. Damit sind auch deliktische Ansprüche gegen B2 nicht gegeben. Wir können noch kurz uns Ansprüche gegen B1 ansehen. Solche Ansprüche sind dem Grunde nach ohne weiteres zu begründen, nämlich aus dem Vertrag zwischen K und B1. Der Vertrag wurde ja von den Parteien als Mietvertrag bezeichnet. Nach deutschem Recht würde man, so wie es derzeit noch gilt, ja Bedenken haben, einen Mietvertrag über einen nicht körperlichen Gegenstand zu akzeptieren. Aber man könnte das ohne weiteres als Pacht des Domainnamens ansehen. Der Domainname ist sicherlich ein nutzbringender Gegenstand, sodass also die Pacht als ein auf die Ziehung der Nutzungen gerichtetes Rechtsverhältnis durchaus nahe liegt. Als Pachtvertrag nach deutschem Recht wäre es aber nicht möglich gewesen, diese Pacht von einem Tag auf den anderen zu beenden, sondern es hätte eben die Laufzeit abgewartet werden müssen, mit dem Ergebnis, dass K hier weiterhin Anspruch auf Nutzung der Domain hat und insofern auch auf Wiedereinräumung dieser Nutzungsmöglichkeit. Nur scheitert dieser Anspruch eben daran, dass B1 offensichtlich nicht mehr in der Lage ist, die Nutzung der Domain zu gewähren, weil er ja nicht mehr Inhaber der Domain ist, sondern B2. Damit scheitert ein Anspruch gegen B1 auf Rückübertragung der Domain wohl an § 275 Absatz 1 BGB, jedenfalls wenn B2 nicht bereit ist zu kooperieren. Damit gibt es einen Anspruch auf Rückübertragung der Domain auch gegen B1 nicht. Gegen B1 wäre sicherlich ein Anspruch auf Schadensersatz möglich, aber das ist ja nicht das, was K in erster Linie will. So viel zu diesem zweiten Fall. Sie sollten sich insgesamt merken, Domainnamen sind zwar wertvolle Vermögensgüter, werden aber nicht als Rechtsobjekte eigener Art angesehen, sondern sind letztlich nur vertragliche Beziehungen zur DENIC, die dann die faktische Möglichkeit zur Nutzung der Domain geben. Insbesondere gibt es keinen Schutz nach § 823 Absatz 1 nach herrschender Auffassung. Die Grundsätze, die ich jetzt erläutert habe, sowohl zum Streit um die Nutzung bestimmter Namen wie auch zur Beeinträchtigung von Domains oder zur Wegnahme von Domains, lassen sich auf andere Bezeichnungen im Internet, die in den letzten Jahren wichtig und vielleicht wichtiger als die Domainnamen geworden sind, im Prinzip übertragen. Man könnte also auch bei Twitter-Handles nach der Berechtigung zur Führung eines bestimmten Namens als Twitter-Handle fragen oder auch bei Namen bei Facebook oder E-Mail-Adressen. Und prinzipiell ist auch der Handel mit solchen Namen möglich. Bei Twitter ist er allerdings nach den Geschäftsbedingungen ausdrücklich verboten, findet aber wohl trotzdem statt. Wenn man die Grundsätze, die wir bis jetzt genannt haben, auf andere Kennzeichnungen überträgt, muss man natürlich die jeweiligen technischen Gegebenheiten und auch die Nutzungsgewohnheiten berücksichtigen. Für eine E-Mail-Adresse hat das Landgericht Köln vor geraumer Zeit gemeint, da sei so eine Zuordnungsverwirrung in der Regel nicht möglich. Also auch wenn ich den Namen eines anderen nutze als E-Mail-Adresse, könne es kaum dazu kommen, dass man annimmt, man kann dem Namensinhaber unter dieser Adresse schreiben. Das Landgericht Köln meint, E-Mail-Adressen sind so vielfältig, Zusätze aller Art sind möglich, es gibt verschiedene Provider, sodass ich nie auf gut Glück einfach dem Träger eines bestimmten Namens eine E-Mail schreiben würde, also zum Beispiel thomas.rüffner@hotmail.com, sondern ich schreibe eine E-Mail an diese Adresse nur, wenn ich mich vorher auch vergewissert habe, dass das die Adresse des von mir gesuchten Adressaten ist, sodass also eine Zuordnungsverwirrung durch Namensgleichheit gar nicht sich ergeben kann. Ob das ganz stimmt, darüber können Sie nochmal nachdenken.
Jedenfalls wird richtig sein, dass man für jede Kennung die technischen Gegebenheiten neu überlegen muss. Für ein Twitter-Handle ist in neuerer Zeit entschieden worden, dass es da auch Ansprüche gibt auf Unterbindung der Nutzung des eigenen Namens. Da hat das Landgericht Köln sogar einen Anspruch gegen Twitter zugelassen, weil Unbekannte ein Twitter-Handle angelegt hatten, das Namensrechte des Klägers verletzt, und der Kläger konnte dann von Twitter verlangen, dass es die weitere Nutzung dieses Handles unterbindet. So viel zu Domain-Namen und ähnlichen Kennungen. In der nächsten Stunde kommen wir zu Musik und Filmen. Unter dem Titel Netflix und Chill geht es dann um die Nutzung von Musik und Filmen als Rechtsobjekte. Es wird auch noch eine Wiederholungsfrage im Internet geben. Bitte schauen Sie nochmal auf Sutaipi nach, soweit Sie dazu gefahren. Für heute vielen Dank.